What the fuck, du warst eben noch da hinten gestanden. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen laggy ist bei mir. Hier, ungefähr hier warst du gestanden. Und auf einmal bist du da oben bei der Scheune und sagst, oh, ich hab was für dich. Vielleicht Kevin ist ein Cheater. Da unten oder so. Echt komisch. Nee, ich war eigentlich direkt neben dir. Aber du, Nein, R2, D2. Oh mein Gott. Jetzt geht das wieder los. Shit. Ja, das ist Kevin sein Holz-Internet. Ja, das dauert jetzt ein paar Minuten. Servus, Kevin. Yeah. Kevin? Versuch's über den Ingame-Chat. Okay. Hallo, kannst du mich hören? Ja, R2D2, ich kann dich hören. Hammer. Und ich? Das ist genial, ja. So. Ja, heute ist nicht der Tag von Kevin sein Internet. Fühlt sich heute nicht so wohl. Hat, glaube ich, Schnupfen. Sag mal was. Yeah, es geht wieder. Yeah. Wow, jetzt haben wir es nicht nur im Outtake, sondern mitten in der Aufnahme auch noch. Cool. Ja, Hammer. Aber es hört sich echt lustig an, muss ich zugeben. Du hast irgendwann mal Hallo, Toto gesagt, ne? Ja. Das habe ich gehört, das war übelst lustig. Oh, was ist hier an dem Baum? Holz, überall nur Holz. Holz ist fast nichts mehr für uns, finde ich. Eigentlich nicht, ne? Ein Zaun oder so. Hier ist ein Stein. Ding. Alter. Wow, der war ziemlich knapp an deinem Kopf. Das ist nicht gut. Boah, das sind ganze Zombie-Herden hiervon. Wo? Hier, 3, 4. Wow. Jeder einer? Mindestens. Bin in der Straße. Wissen du? Hinter dir? Yeah, und alles die Schwarzen. Auf die Fresse. Die sind langsam. Ich mag das nicht, wenn du hinter mir stehst und schießt, Kevin. Ich habe alles unter Kontrolle, Tudu. Wow, also, das ist auf dich zugerannt. Wieder nur eine Lederhose. Jetzt stehst du da am Baum. Boah, Alter, erschreck mich nicht. Es war ziemlich. Ich habe 3 oder 4 Stück noch getroffen hier. Oh oh. Yeah, Teamwork. Yeah, Pistolenmuni, braucht kein Schwein. Glaub meine. Haben deine irgendwas Cooles gebracht? Ah, ich find's ja gar nicht hier. Mit Solarenergie. Die kannst du übrigens mit F an- und ausschalten. Ah. Disco. Bogo. Dingerlingerling. Kevin weiße Fresse. Hey, cool. Wie kannst du so stark sein und beim Rennen die Waffe in einer Hand nur halten? Mach du mal. Oh ja. Boah. Ich bin Heavy Man. Heavy Man. Hinter dir, Zombie. Bam, bam, bam. Wow. Bam, bam, bam. Ich blute. Ich hab mich schon gewundert, das sind doch jetzt mehr Schritte als vorhin. Da stimmt doch was nicht. Hier. Ich nehme mal die Muni. Headshot. Ach, das Nachladegeräusch ist ein bisschen komisch. Es knallt so einmal. Ja, das ist das Pistolengeräusch. Wirklich nicht. Wenn du quasi den Schlitten zurückschnalzen lässt. Ah, okay. Das ist nur ziemlich laut und jetzt mal. Oh, und Action. Pistolenblaupause. Dum, 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 dunkler Zombie, jetzt geht's dir an den Kragen. R2D2 Kevin. Yeah. Haut dir auf deinen Mann. Ich guck gerade so hoch, denkst, wow, was ist das für ein Haus? Geh ich mal hin. Denkst, ah, ist uns das. Lol. Ja, yeah, Essen. Ich hol trotzdem mal ein bisschen Holz. Ich hab, Kevin, ich hab 95 Fleisch.
Grillparty. Oh yeah. Steine. Wie konntest du die ganzen Steine hier übersehen? Ja, da war ich noch nicht. Wow, hier gibt's echt noch Steine. Ups. Wow, ist es du? Ja. Und wo? Du warst ziemlich nah, aber ich hab's nicht gesehen. Hier. Ach Gott, hier. Meiner. Nein, ich hab nur das blöde Sulfur bekommen. Oh, ich hab nicht getroffen. Yeah. Nur hast du gerade eine Pickaxe ausgerüstet, oder? Ja. Okay. Ist bei mir eine Axt. Lüge! Mann, ich krieg immer nur den Scheiß und du klaust das Metall daraus. Yeah, Metal. Da ist noch einer. Im Schatten. Metal. Schatten Metal. Versteckt. Kennst du das, wenn du Sch sagst? Also die Buchstabenkombination Sch und es dann so pfeift? Ja. Das ist voll mies. Habe ich einen Sprachfehler oder so? Dadurch, dass ich jetzt mit dir und so ein bisschen YouTube angefangen habe, hörst du dich mal selbst und denkst dir so Sch, Sch, Sch. Denkst du, irgendwie komisch. Und ja, manchmal passiert mir das immer noch. Keine Ahnung, das passiert aber glaube ich jedem Menschen. Schreibt so mal in die Kommentare, wenn das Sch, Sch, Sch manchmal bei euch so pfeift, ob das bei euch auch vorkommt oder ob nur ich so behindert bin. Also bei mir ist es auch, muss ich zugeben. Ich denke, das haben alle Menschen. Wenn es einem wirklich mal so gesagt wird, dann denkt man so, hä, ist es wirklich so? Ja, und das merkt man normal gar nicht. Überhaupt nicht. Weil man da gar nicht drauf achtet. Ah, da wird einfach rausgehauen, was man sagt, sagen wir hier. Ja. Oh. Yeah, Metall Foundation und Metall Wall. What? Hast du eine Foundation? Habe ich noch nie gesehen. Aus doch, Metall? Haben wir im Inventar. Trottel. What? Wo denn? Ich spiele nie wieder mit dir, du bist so dumm. Okay, tschüss. User disconnected from your channel. No! Ich schmeiß jetzt die M4 weg. Nein, was machst du? Hallo? Wir haben doch noch eine. Okay. Also jeder eine. Und die blöde Lederhose auch weg. Ah! Ich zieh aus, ich sag's dir. No! Oh, nein! Ich habe in dein Gehirn reingeguckt. Oh, oh. Warte, bleib mal stehen. Das war ziemlich hohl. Ich hab deine Augäpfel habe ich schon mal gesehen. Oh, guck mal bei mir rein. Ist da was drin? Zwei Augäpfel, warte mal. Oh. Warte mal. Stell dich mal aufrecht. Und Nasen. Ah, da sind sie. Tatsache. Da. Ja. Ekliger Kevin. Ja, da. Waschen ist nicht so mein Ding. Ein Stein. Ja, wozu? Ja, wozu auch? Wir sind ja der Zombie-Apokalypse. Wir können keine Metal-Shower craften. Yeah! Ich würde sagen, meinst du nicht, wir sollen irgendwie einen Zaun außenrum machen oder so? Ich würde eher jetzt so viel Metall sammeln, dass wir dann eine Metallhütte bauen. Daneben? Oder? Ich laufe mal hier schnell ein bisschen zwischen die Berge hoch, ob wir da oben irgendwie einen kleinen Fleck haben. Weil es ist schon ein bisschen offen hier noch. Auf jeden Fall. Vielleicht haben wir irgendwie Glück. Der schon gelernt habe, geduckt laufen, geduckt laufen. Oh ja, guter Trick. Oh. Hier gibt es ziemlich viel Gras, ist nicht schlecht. Boah, hier ist echt cool. Ich glaube, ich gehe nochmal in die Stadt. Habe ich noch Platz? Nee. Geh doch nicht in die Stadt. Weihnachten ist bald jetzt da. Lalalala, oh, Weihnachten. Cool. Kevin, gibt's weiße Weihnachten dieses Jahr? Ja oder nein? Auf jeden Fall. Okay. Weil? Ich sag dir einen ganz, ganz guten Grund dafür. Okay. Ich habe neue Winterreifen. Das heißt, es wird 20 Grad im Schatten haben. Oh. Ah, ich hoffe, es war jetzt kein Fehler, es zu sagen. Ja, ich würde mich freuen. Ich freue mich über Schnee an Weihnachten. Ich bin auch ein Schneefan, muss ich zugeben, weil ich gerne Snowboard fahre. Echt? Mhm. Kann ich nicht. Also ich glaube, ich kann es nicht. Aber falls du es mal machst, ich sag dir auf jeden Fall, die Trottel, die irgendwo am Skilift stehen und machen sich so warm, so coole Dehnübungen, du denkst dir, was sind das für welche? Und lachst so ein bisschen, wenn du dann abends fertig bist, dann weißt du genau, warum die das machen. Das so ist sowas von anstrengend. Ja, richtig. Bist du irgendwo im Haus? Ja, im Haus. Ah, okay. Schon gedacht, ich bin paranoid. Nee. Sind die Ratten. Steh hier vorm Haus. Krr, 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 krr,
Links, rechts, miau. Links, rechts. Oh. Das sind die Katzen, nicht Ratten. Okay, was wollt... Ach so, du willst rein, oder? Dok, dok, dok. Oh, hallo, da bin ich mir erschrocken. Na, komm doch rein, komm doch rein. Trau dich. Trau dich. Oh, wo bin ich jetzt? Wo bist du? Ich bin weg, du. What the fuck? Ah, hier oben. Oh, Stein. Wo links bist an dir? Du? Ich schieß mal. What the fuck? Siehst du? Nein. Nochmal. Ganz... Alter. Siehst du mich? Wie kommst du darauf, Mann? Ich bin hier instant hier gewesen. Wie geht denn das? Teleport. Ja, yeah, Wackeltüren sind Teleporter. Ja, dann schaust du mal, wie du da heile wieder runterkommst. Okay, geht ablaufen. Krass. What the fuck? Ich hab schon gedacht, ich bin irgendwo anders auf der Map. Dann guck ich so links, was, ist eine Straße? Wo ist hier eine Straße? Und guck zurück, aha, da bist du. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also, neuer Bug. Nochmal probieren? Ja, gerne. Schauen, ob wir das Ergebnis bestätigen können. Bin wahrscheinlich gleich tot, aber... Ich befürchte es. Ja, jetzt geschafft. Nochmal, raus. Okay. Gib alles. Nein, warte. Nein, oh. Weg. Jetzt. Wo ist er? Er ist weg. Oh, ich bin hinter der Tiere. Oh, fuck. Ich glaube, das war... Vielleicht war es dein Leg. Ja, wie fliege ich dann? Ich bin ja wirklich da hoch geflogen, ne? Ich komme durch. Komisch. Komm mal. Aber ich war ja wirklich auf dem Stein, da kommt man ja nochmal gar nicht rauf. Keine Ahnung. Verrückt. It's magic, würde Blueki it's sagen. It's magic, ja, hat recht. Muss mal kurz... Kannst du mal dein Eisen und dein Sulfur hier in den Ofen stecken? Ah, natürlich, natürlich. Und mir vielleicht mal kurz deine MP5 geben, dass ich die lernen kann. Ich lerne doch so gern. So, MP5. Danke, du kriegst sie nie wieder. Yeah. Ich sperre dich hier ein. Haha, du Arsch. Oh. Ciao. What the fuck? Oh. Alter. So. Ja. Okay. Open. Ja, hast dein Spielzeug wieder. Nimm sie schnell, bevor sie despawnt. Wo ist sie? No, unter dir, in dir. Ah, hier. So, jetzt packe ich hier mal alles rein. Oh. So, deine gute Stube. 27, jawohl. Wie viel haben wir? 58? Cool. Das ist wenig. Die Metallfragmente lasse ich im Inventar, die sind teuer. Ich habe auch noch 14 Stück. Wow. Yeah, ich bin voll cool. Alter, wir haben gar nichts mehr, Mann. Die haben uns alles geklaut. Das ist auf jeden Fall nicht nett. Oh, was ich dir sagen wollte, ich war hier oben auf dem Berg. Ganz oben auf dem Berg ist so, es ist zwar nicht groß, aber ein Wiesenstück, da könnten wir was hinbauen und mit einer richtig geilen Aussicht. Okay, das wollen klingt wir cool. Mal anschauen? Moment, ich tue schnell hier mein Inventarwing aufräumen. Dann das können wir da losziehen. Mittlere Etage? Ah ja, hier. So, Kleidung weg. Ah, warte mal, ja, hier ein Research-Kit für dich. Liegt unter dir, nimmst dir, bevor es dies baut. Nimmst dir, nimmst dir, nimmst dir, nimmst dir, nimmst dir, nimmst dir, nimmst dir. Ja, nimmst. Okay. Also 4 Metal Foundations könnten wir auf jeden Fall mal mit hochnehmen und schon mal anfangen, oder? Was hältst du davon? Obwohl, nächstes Mal ist irgendjemand hingegangen und gedacht, oh yeah, cool, 4 Foundations, baue ich mein Haus drauf. Ja, natürlich der Hammer. Das wäre echt scheiße. Stimmt, ja. Das wird ja funktionieren, also es wäre. Ich glaube schon, ja. Aber dieses Mal sollte dann jeder sein eigenes Haus bauen, dass du auch deine Türen aufmachen kannst, glaube ich.